Und ich dränge zu den Seilen zwei Haken. Ich bleibe an ihm. Punch, cross jetzt gleich meine Rechte, doch dann zieht der greller Schmerz quer durch meinen Kopf. Ich hab den Schlag nicht gesehen, der durch mich rast wie Buschfeuer und eine Schneise hinterlässt. Ein Schlag, der lähmt und band den Opferstarre und ich knick zusammen, Blackout, Kopf am Fallen. Ein Schlag, der lähmt und band den Opferstarre und ich knick zusammen, Blackout, Kopf am Fallen. Dass ich noch nicht als Jubel deuten kann. Den Echo auslöst. Eins, zwei, drei. Und ich weiß, sie stimme. Sie dacht nicht bis zu zehn. Mein Körper rappelt sich auf, steht schwankend, aber egal. Immortmetallischer Geschmack, Blut, fuck, das ist Blut. Wer blutet, verliert, wer blutet, verliert, wer blutet, verliert. Nirgends Tropfen am Boden, nix, die Lippen nicht gerissen. Es sind vielleicht die Zähne und ich schluck, um den Geschmack loszuwerden. Der Kampf ist am Kippen, Uppercut, und ich taumle tappe statt zu tänzeln. Ja, der Kampf ist am Kippen, Uppercut, und ich taumle tappe statt zu tänzeln. Der Treffer, er hat meinen Lauf gekappt und den Blick gespalten, ja, den Blick gespalten. Die rechte Gesichtshälfte des Ringrichters, der die Erweiterung meiner Pupillen kontrolliert, ist einem sehr hellen Weiß geworden. Alles okay? Fragt er und ich nick. Der Kampf darf nicht abgebrochen werden, nicht jetzt, nicht so. Hoffentlich merkt der andere nicht, dass ich seine Rechte nicht mehr kommen sehe. Hoffentlich werde ich nicht blind. Und ich halt die Hände oben und ich schütze meinen Kopf und die Seile im Rücken dirigieren mich. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Bis man mich in die Jacke führt und auf den Hocker drückt.